Top 10 heute das gefährlichste Essen der Welt. Dann schauen wir mal rein in die Speisenkarte der Gefahr. Nummer 10, Greenland Shark, der Grönlandhai. Auch Eishai genannt. Dieser hält sich in kalten, tiefen Gewässern auf. Er kann bis zu 8 Meter lang werden und schleicht mit nur einem Stundenkilometer durch die Tiefe. Eigentlich stellt er gar keine Gefahr für den Menschen dar. Allerdings ist sein Fleisch giftig, denn sein Gewebe besteht zu hohen Anteilen aus Trimethylaminoxid. Das ermöglicht ihm tatsächlich erst in tausenden Metern Tiefe zu überleben. Also wenn du vom Grönlandhai isst, kannst du dich auf Übelkeit, Brechreiz, Starre und Taubheitsgefühle gefasst machen. Es kann auch tödlich sein. Doch schon im 14. Jahrhundert entdeckten Fischer in Island, dass, wenn man den Fisch 12 Wochen lang im Eis lagert, er dann nicht mehr giftig ist. Danach wird er 70 Tage lang getrocknet. Was für die Einheimischen in Island als Delikatesse gilt, mögen nicht viele Touristen aufgrund des strengen Geruchs. Starkoch Anthony Bourdain sagte geeinst, es sei das Ekelhafteste, was er jemals in seinem Mund gehabt hat. Nummer 9, Bitter Cassava. Bei der Cassava handelt es sich um das Wurzelgewächs Maniok und das ist in tropischen Ländern zu finden wie Südamerika, Afrika und Teilen von Asien. Es wächst tatsächlich besonders gut in trockenen Böden, viel Regen braucht die Pflanze nicht. Doch beim Essen sollte man vorsichtig sein, denn beim Aufschneiden oder Draufbeißen lassen Enzyme in der Knolle Blausäure entstehen. Die kann zu tödlichem Atemversagen führen. Die Menge an entstehenden Blausäuren kann je nach Wurzelknolle stark variieren, von 50 Milligramm pro Kilo in der süßen Variante bis hin zu 500 Milligramm pro Kilo in der bitteren Knolle. So ist die bittere Cassava in vielen Ländern verboten, während man die süße Cassava essen darf. In Venezuela gibt es jedoch viele Schwarzmärkte, auf denen viele Leute auch ihr Gemüse kaufen, da das Land unter Lebensmittelknappheit leidet. Und in den Kisten dort sind auch schon mal bittere Cassavas zu finden. Allein 2017 starben 28 Venezolaner an der bitteren tödlichen Knolle. Nummer 8, San Nakji. Diese südkoreanische Spezialität wird aus einer bestimmten Oktopusart, der Nakji, zubereitet. Aber eigentlich kann nicht von Zubereitung die Rede sein, da man den Oktopus im Prinzip lebendig isst. Obwohl zerschnitten, können sich die Einzelteile noch über eine Stunde lang bewegen, da seine Neuronen sich nicht wie bei Menschen alle im Gehirn befinden, sondern über den ganzen Körper sich verteilen. So reagieren die Arme auch noch unterschiedlich voneinander. Das macht den Nakji zu einer gefährlichen Speise. Die noch aktiven Neuronen können dafür sorgen, dass sich ein Stück von dem Tier im Hals festklammert. Dabei entsteht tödliche Erstickungsgefahr. Ein Mann aus Südkorea wurde verhaftet, da er seine Frau absichtlich mit dieser Speise tötete. Er flog auf, da er einen Tag zuvor noch eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen hatte. Nummer 7, Fugu. Vielleicht kannst du dich an diese Szene aus der Simpsons-Kult-Episode die 24-Stunden-Frist erinnern. Hier droht Homer zu sterben, nachdem er ein giftiges Stück Kugelfisch gegessen hatte. Mit Sicherheit eine der emotionalsten Simpsons-Episoden und es steckt Wahres dahinter. Kugelfisch, in Japan Fugu genannt, kann man essen, aber nur wenn er richtig zubereitet wird. Entfernt man jedoch nicht die Leber, dann kann das Gericht tödliche Mengen Tetrodotoxin enthalten. Dieses Nervengift führt zu Lähmungen, Gefühlsverlust und tödlichen Atemversagen. Amerikanische Lebensmittelbehörden fanden heraus, dass bereits 1 bis 2 Milligramm tödlich sein können. Das macht es stärker als das als Mordgift bekannte Arsen oder Cyanid. Anfang 2018 gab es einen Zwischenfall in Japan, nachdem 5 Pakete Fugu mit ihrer Leber in den Handel gerieten. Das führte zu einer hektischen Rückrufaktion, bei der Beamte gar mit Megafonen durch die Straßen rannten. Nummer 6, wilde Pilze. Nicht alle Pilze, die man im Wald findet, müssen zwangsläufig giftig sein, aber einige sind sogar extrem giftig, so der grüne Knollenblätterpilz. Er gilt als der wohl giftigste Pilz der Welt und hatte bereits viele Menschenleben auf dem Gewissen, so auch den römischen Kaiser Claudius. Schon geringe Mengen können zu tödlichen Vergiftungen führen und er ähnelt vom Aussehen her essbaren Pilzen, was ihn so gefährlich macht. 50% der Menschen, die ihn aßen, fielen ins Koma oder starben unmittelbar. Alle anderen erkranken schwer und starben teilweise später. Die Gifte des Pilzes greifen Leber und Niere an, bis es zum tödlichen Versagen kommt. 2016 gab es eine der wohl schlimmsten Vergiftungen. Kalifornien. 14 Menschen aßen den Pilz, 3 benötigten anschließend eine Lebertransplantation und einer erlitt einen permanenten Hirnschaden. Nummer 5, Kasumatsu. Stell dir vor, du nimmst einen leckeren Pecorino-Käse, bohrst ein Loch ein und schüttest ein wenig Olivenöl rein. Dann warte auf die Pyophila Cassei. Klingt harmlos, doch bei der Pyophila Cassei handelt es sich um eine Käsefliege. Kasumatsu bedeutet übersetzt nichts weiteres als verdorbener Käse. Es ist ein überreifter Schafskäse aus Sardinien, der tatsächlich so lange reift, bis Maden drin sind. Die werden dann einfach mitgegessen. Man sagt, er schmecke wie ein starker Gorgonzola-Käse und hätte gar einen aphrodisierenden
verdünnende Wirkung. Aber probieren besser nicht, denn selbst in seinem Heimatland Sardinien ist dieser Käse verboten. Da die Larven dieser Maden teilweise gegenüber der menschlichen Magensäure resistent sind, kann man an einer Myiasis erkranken. Dann ist dein Körper einfach mal von innen mit Maden befallen. Noch was Leckeres. Solltest du den Käse probieren, schließe besser deine Augen, denn die Maden können bis zu 15 cm aus dem Käse rausspringen. Nummer 4, Barracudas. Hierbei handelt es sich um Raubfische, von denen es insgesamt 28 bekannte Arten gibt. Das Problem ist, sie stehen am Ende der Nahrungskette und enthalten in hohen Konzentrationen Algen, die sich Gambier Discus Toxicus nennen. Daraus entsteht das Gift Ciguatoxin. Isst man von Barracuda-Fischen, dann kommt es sehr oft zu Fischvergiftungen. Die Chance liegt je nach Fisch zwischen 73% und 100%. Betroffene können sich noch monatelang unter Magen- und Darmbeschwerden winden. Und Kreislaufprobleme gibt es auch noch. Auch das Gehirn kann betroffen sein. Anschließend führt es oft zu dauerhaften Depressionen. Und das Gift kann bei Geschlechtsverkehr übertragen werden. Bei Schwangeren führt es zu Früh- oder Fehlgeburten. Todesfälle sind tatsächlich eher selten und liegen unter 5% der Fälle. Eine Frau, Christine Fanken, starb jedoch bereits 10 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus, nachdem sie giftigen Fisch beim Urlaub in Cancun, Mexiko gegessen hatte. In bestimmten Gebieten ist das Fischen dann jetzt grundsätzlich untersagt, weil es einfach zu gefährlich ist. Nummer 3, Fesik. Jedes Jahr findet in Ägypten das Shem El Nessim Fest statt. Und hier ist man dann das lebensgefährliche Gericht, Fesik. Hierbei werden Meereschenfische in der Sonne getrocknet und in Salz eingelegt. Das Gericht hat eine jahrhundertealte Tradition, doch inzwischen warnt sogar die Regierung, esst nicht diesen Fisch, denn es können sich Clostridium botulinum Bakterien während des Reifungsprozesses bilden. Davon bekommt man dann Botulismus, auch bekannt als Fleischvergiftung. In schweren Fällen breitet sich eine Lähmung über den ganzen Körper aus und man stirbt an Erstickung oder Herzstillstand. 10% der Botulismus-Erkrankungen enden tatsächlich tödlich, ohne Behandlung sogar 50%. In Ägypten sterben jährlich durchschnittlich 2 Menschen an Physik. Doch 1991 gab es 18 Todesfälle. Krasserweise führte die Warnung der Regierung, das Fischgericht zu meiden, gar dazu, dass das Gericht sogar noch mehr konsumiert wird. Nummer 2, Blutmuscheln. Das sind rotfleischige Archenmuscheln. Ja, Muscheln werden auf der ganzen Welt gegessen. Die meisten kann man auch bedenkenlos verzehren. Nicht aber die rotfleischige Archenmuschel. Sie wird auch Blutmuschel genannt, weil sich in ihrem Gewebe viel vom Blutfarbstoff Hämoglobin befindet. Zu finden ist sie in Bereichen des Golfes von Mexiko und des Pazifiks bis zu 20 Meter tief. Sie graben sich dabei tiefer ins Sediment als andere Muscheln, müssen daher auch ihre Nahrung intensiver aus dem Wasser filtrieren als andere Muschelarten. So nehmen sie auch mehr Bakterien und Viren auf, wie Hepatitis A und E oder auch Typhus. In Shanghai sind sie inzwischen verboten, obwohl sie dort als Delikatesse gelten. Das Problem ist, dass sie traditionell zu kurz gekocht werden, was die Bakterien dann einfach nicht abtötet. So gab es in Shanghai eine regelrechte Hepatitis A-Epidemie, bei der sich mehr als 300.000 Menschen infizierten, 31.000 starben daran. Und die Nummer 1, Öki. Nachdem sie im 18. Jahrhundert aus Afrika importiert wurde, hat sich Öki zur Nationalfrucht von Jamaika entwickelt und wird gerne zum Fisch gegessen. Doch auch wenn es lecker ist, bleibt Öki eine gefährliche Versuchung. Wird die Frucht zu früh oder zu spät geerntet oder etwas anderes als der fleischige Samenmantel, so wird's gefährlich. Die Frucht enthält das Gift Hypoglycin. Diese Aminosäure reduziert deinen Blutzucker so stark, dass es gar tödlich sein kann. Diese Öki-Vergiftung wird auch Jamaican Vomiting Sickness genannt, also jamaikanische Kotzkrankheit, weil man sich ständig übergeben muss. Einmal waren gleich 60 Menschen in nur 3 Monaten betroffen, von denen 36 daran starben. Das Fatale, selbst bei ordentlichem Durchkochen verschwindet das Hypoglycin nicht, auch wenn man es konserviert. So ist Öki in vielen Ländern verboten. Okay, in Deutschland habe ich, glaube ich, schon mal Öki-Konservendosen gesehen. Ist ja auch ungefährlich, sofern korrekt geerntet. Da darf nichts schief gehen. Würdet ihr etwas wie Öki oder Kugelfisch probieren wollen? Beim Kasumatsu Madenkäse hört es sicherlich für alle von euch auf. Hier sind nochmal 2 Videos zum Thema Vorsicht Lebensmittel. Einmal 10 giftige Sachen, die wir gerne essen, und daneben 10 verbotene Lebensmittel. Auf Wiedersehen!